Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, in den Gang! Nein. So, jetzt wir machen wieder Unboxing. Oder nee, wir unboxen erstmal Erfolge. Täglich verpflichtete Spieler bekommen wir 500. Das gibt. Oh, das sind viele. Das sind viele Erfolge. Tägliche Anmeldung. Oh, ich glaube. Siegel in der Karriere. Wir bekommen gerade so viel Money. Oh, wir können. Oh, wie geil. Alter, wie viele Erfolge haben wir? Waren es alle? 300! Fast. Kommentardaten? Nein, brauchen wir nicht. Ich meine, ich bin ja der Kommentator. Warte mal. Welche Erfolge können wir denn noch machen hier? Also, hier, das hier werden wir auf jeden Fall die beiden hier ganz oben werden wir machen. Dann Erfolge werden wir auch noch wahrscheinlich heute schaffen. Ans Spiel insgesamt werden wir heute nicht schaffen. Aber Tore werden wir vielleicht schaffen. Und ja. Ich würde sagen, oh hier. Ach, ein Blackball? Man kann hier ein Blackball rausziehen. Ja, geil. Junge, geil. Mannschaft für das Event Bayern. Easy. Oh, aber die Mannschaft gefällt mir hier nicht. Die muss ich ein bisschen umstellen. Hier ist Joshua Zirkze. Oh, Mann, da Joshua. Den Zirkze. Sil ist ja verletzt. Ich weiß, Helmand ist auch, aber trotzdem. Stell ich ihn jetzt rein. Nabi ist ein Goldspieler. Voll schlecht eigentlich. So, ja, so starten wir, oder? Der schlechteste ist ja Müller. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen Zack, dann haben wir das Team nochmal verbessert. Okay, so starten wir rein. Ja. Und holen wir uns jetzt einen Blackball. Blackball mal 1. Da müsste Blackball mal 10 stehen. Habe ich die Aufnahme eigentlich schon gestartet? Ja. In 3 Minuten. Rum. Ah, jetzt machen wir ein Online-Spiel. Okay, dann werde ich eben einen Cut setzen und wenn wir dann einen Gegner haben, dann ja, dann werde ich euch davon berichten. So, jetzt haben wir einen Gegner gegen Juventus Turin, der Trainer. Sehr interessant. Mohamed Salah trainiert den Gegner. Okay, geil. Kann man mal machen. Rauslaufen. Also halten sie Pressing und dann nach unten. Okay. Im Soccer Stadium. Gehen wir hier. Sind beim Gegner. Ich habe die Mannschaft nicht angeguckt. Ach nee, das ist ja gar nicht die Ultimate Team. Das ist einfach nur normal. Wie in FIFA. So stimmt. Dann kann ich die Mannschaft ja wahrscheinlich auswendig. Oh, tödlich hoher Pass haben wir gemacht. Nabri, komm, steck.
Levi! Levi! Nein! Hä? Hä? Jau! Natürlich! Natürlich hat Levi gefoult. Ne, ist klar. Ist klar. Hm. Nein. Nein. Ja, neuer. Die Ecke geht weg. Jetzt, we have the ball. Coutinho. Ach, Coutinho! Und Alaba, ey! Warum habe ich dich reingetan ins Team? Und Hernandez, wo? Okay, ich sag nichts, ich sag nichts. Doch, ich sag was. Und ich sag dazu auch was. Oh, Levi, 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 ja! Tor! 1-0 Lewandowski. Ey, warum skippt der? Wenn wir 2-0 vorne liegen, dann gibt der auf. Sag ich euch, warte mal. Ich hasse die Leute, die immer aufgeben. Selten kommt es bei mir vor, dass man aufgibt. Oh, 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 naja. Dass ich aufgebe. Aber das passiert nur, nicht wegen Rage Quit, sondern einfach, weil ich gerade keine Zeit habe und ich muss leider aufhören. Auch wenn ich vorne stehe, ist es meistens so. Manchmal so, dass ich einfach aufgeben muss, weil ich gerade irgendwie woanders hin muss. Irgendwie. Jau! Ist klar. Oh, was macht Gnabry? Oh! Oh, Higuain einfach drüber. Schlecht. Wirklich schlecht. I'm the best. I'm the best. Ich hab nicht zu Gnabry gepasst. Habe ich nicht. Wenn daraus ein Tor entsteht, dann ist es einfach nur scheiße. Danilo. Alter, was für eine Was? Abseits? Ja, okay. Verstehe. Ja, mich skippt jetzt einfach. Oh, oh, war das gut? War das gut? Oh, 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 da gegen Cristiano Ronaldo. Okay, mich, ja. Für den Serge aus Gnabry. Oh, Coutinho, Coutinho, Coutinho. Auf Levi! Auf Levi! Levi, mach ihn! 2-0! Was? Als ob abseits. Und warum skippst du das? Als ob. Ganz toll. Wirklich. Gute Leistung. Gute Leistung, Levi. Thiago, wo stehst du? Komm, Levi. Levi, renn. Levi, wo rennst du? Oh, Levi, Levi, komm dran. Komm dran, was machst du? Auch der Computer muss ein bisschen mitspielen. Also ich weiß, dass Juventus Turin gerade ein realer Mensch steuert, aber trotzdem, oh nein, oh nein, oh nein. Neuer irgendwie mit der Hand dran. Es gibt eine Ecke. Dybala.
Wechsle ich jemanden aus? Habe ich Bock auf jemanden? I don't know. Warte mal, nee, warte. Hab ne Idee. So. Thiago kommt jetzt, obwohl, nee. Warte mal. Coutinho hat eine 87 im offensiven Mittelfeld? Warum das denn? So, Zirkze. Ach, was macht der Gegner denn? Hat er aufgegeben? Nee, hat er nicht. Der Joshua aus Zirkze kommt jetzt rein. Coutinho, komm, Alaba. Ja, oh, das war doch ein Foul, das hat man gesehen. Das war ein Foul, das hat man gesehen. Ich bin fair mit Fouls, also ich weiß in etwa, wie man Fouls bewertet. Ja, aber das war ein Foul. Natürlich. Ich meine, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist vorhin kein Foul, war aber das schon. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass er jetzt aufgibt, endlich mal, damit ich... XXL-Folgen zu machen ist anstrengend, aber ich habe das Gefühl, ich muss es jetzt jedes Mal machen. Coutinho, ja? Ravi, Levi! Der wird da nicht rein können. Okay, Levi! Mann, ey. Ronaldo, nein. Neuer. Du Maschine. Neuer, du bist eine Maschine. Maschine. Ein Buffons. Jede Ecke ging ins Aus von Juventus. Kimmich wirft zu Javi Martinez. Alaba, Coutinho. Ja. Ja. Och, ich hab... Oh, Mann. Das Spiel regt mich gerade auf und ich darf nicht verlieren. Ich möchte meinen Black Ball haben. Hätte auch einfach auf Klären drücken können, aber habe ich halt nicht. Ramsey. Oh oh. Oh oh, oh oh, Boateng, oh! Ich mag eigentlich Boateng, aber gegen Werder Bremen, naja, er ist halt nicht schnell. Oh, Coutinho. Och, Levi, warum standest du abseits? Und warum, Coutinho? Warum gehst du nicht einfach drauf? Warum? Oh, Neuer ist wieder da. Wie immer. Ich möchte das wegmachen. Ich möchte die Einblendung wegmachen. Nicht du. Ich mach das. Ich wette, der das gerade spielt. Oh, nein! Ach, der Ronaldo. Ja, ihr wisst schon, was ich gerade sagen möchte. Oh Mann, so unnötig. Kacke. Oh. Ich wollte gerade schon so zack zu spielen, aber der macht es einfach nicht. Was ein Betrug. Was eine Verarsche. Warum zu Coutinho? Warum schießt er zu Zirkzee? Kann mir das mal jemand sagen? Ich hasse es. Gerade. Hallo, warum spielst du dahin? Und warum spielst du zu Coutinho? Das wird... Kannst du mich mal... Gibt es Verlängerung eigentlich?
Wir wollen es nicht wissen, wir wollen nämlich tot. Das kann doch hier nicht wahr sein. Mann. Was? Warum zu Maschines? Und warum zu die? Was ist das? Was soll das? Was eine Verarsche. Ach, trotzdem bekomme ich einen Black Ball. Warum das? Why? Was gibt es denn hier? Was ist eine Open Challenge? Oh, gibt's mal Klappmünzen? Komm, das machen wir. Trotzdem, das hat mich gerade voll aufgeregt. So, jetzt haben wir einen Gegner Corinthians. Gucken wir uns mal sein Team an. Okay, er hat ein 90er und ein 73er. Unser Team ist besser. Wir haben einen 91er und wir haben einen 85er. Danke Witzel und Oliver. Also falls wir Reus ziehen sollten, dann werde ich die auf jeden Fall vertrainieren. Hier in der Allianz Arena. Und was? Ich mache mal ein soziales Experiment. Ihr könnt dieses Spiel überskippen. Ich möchte jetzt vom Stativ mein Handy abnehmen und dann gucken, ob sich das später in der Aufnahme das hört. Weil wenn nicht, dann muss ich nicht mehr an diesem Scheiß. Okay, solche Wortmal ist böse. Sowas nimmt man, sagt man nicht, liebe Kinder. Aber ich möchte einfach ein soziales Experiment durchführen. Oh, der geht vorbei. War der Torwart noch dran? Natürlich nicht. Kam besser ins Spiel. Es gibt einen Freischuss für uns, glaube ich. Hallo? Gib mal jemand drauf. Was ist das? Kahn, ich weiß, der Kahn. Ja, der Kahn zum dritten. Natürlich. Die Aufnahme ist gerade kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum, ich habe sie sofort wieder gestartet. Ja. Ich habe aber nicht viel verpasst. Höchstens 2 Sekunden. Also am Speicherplatz kann es nicht liegen. Und warum? Warum dieser Fehler? Ich wollte direkt zu Uloa passen. Mann, das nervt mich gerade so hart. Warum macht der so einen Scheiß? Warum? Warum passt der zu Xavi Hernandez? Warum? Warum? Ich muss mich dran gewöhnen, dass dieses Spiel mich gerade tut. Unfassbar.
Warum zu Kandemir? Warum nicht sofort zu Ulua? Ich bin gerade wirklich aggro. Verbindung wird wiederhergestellt. Bitte warten Sie. Oh. Okay, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, dann melde ich mich wieder, das cutte ich. Das Spiel wurde abgebrochen, da ihr Gegner die Verbindung getrennt hat. Sie gewinnen! Geil! Wuhu! Trainer, Vertragsverlängerungsbedingungen erfüllt. Geilo! Mal Klappmünzen. Was bekommen wir hier? Wieder 50? Okay, das können wir dann vielleicht in der nächsten Folge spielen. Weil ich möchte diese Folge auch nicht zu lange machen. Im Blackball. Dann nochmal 50 mal Klappmünzen. 330. Vertrag, ja. Hier, ich behalte den aber. Blackball haben wir immer noch am Blackball. Agent. Dann nehme ich jetzt Barca. Bekommen wir wieder ein Blackball? Nee, bekommen wir nicht. Okay, ja. Wir werden in der nächsten Folge wieder ein bisschen My Club-Münzen farmen. Ja. Wir werden versuchen, bis auf die 350 Club-Münzen zu kommen. Und ja, ich werde offline vielleicht noch ein paar Erfolge hier. Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ich offline hier ein paar Erfolge abschließen soll, damit wir riesen Pack-Opening machen können. Ja, wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber zuerst werden wir, bevor wir das Video beenden, ein paar Scouts losschicken. Ich weiß, man kann alle drei auf einmal vereinen, aber um besser in der Quest zu sein, scoute ich immer einen mit einem Scout, weil dann haben wir drei Spieler gescoutet, anstatt nur einen. Das kann man ausnutzen. Und hier, man sieht's, wir haben wieder einen Erfolg abgeschlossen. Ja, Spielerherkunft europäisch. Ja. Dann würde ich sagen, bye bye. Wie? Noch ein Erfolg. Da haben wir schon 350. Ja, geil. Ja, cool. Ja, toll. Okay, bye bye, Charlotte.